Willkommen zu einem neuen Part von Super Luigi Galaxy. Oh ja, es geht weiter. Wir haben die dritte Welt angefangen und werden sie auch weiter bearbeiten. Die vierte Welt. Die Windgarten-Galaxie. Okay. Das dürfte was werden. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe damals oft gefailt. Der Himmel, der Wind und der Hase. So, so. Ja. 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 Wir haben uns praktisch schon den Weg durch dieses Level hier verraten. Was willst du sagen? Ich hätte die Fernbedienung mit Flaumkraut höher zu verdienen. Das geht genau dreimal. So, so. Wenn du unterwegs abspringen willst, drück einfach A. Wupp. Ganz schön viele Sternteile hier. Wenn wir welche einsammeln. So. Ja, ja, diese Musik kennen wir zu Genüge. Trotzdem ist sie schön. So. Jetzt einfach mal rüberfliegen und hoffen, dass wir in genau der Bahn bleiben. Das ist schon ein bisschen schwierig hier. Aber es scheint gut zu werden bis jetzt. Oh, yay. Weiter geht's. Allerdings möchte ich auch ein bisschen nach Secrets Ausschau halten. Also, ja, guck einer an. War ja irgendwie klar, oder? Hopp. Ich hab mich früher gefragt, wie die besiegt werden. Das geht ganz einfach so. Stampfattacke und fertig. So. Oh nein. So. Oh Gottchen. Ja, eine Menge Sternteile gibt es auch hier. Mit dem bisschen überschüttet in dieser Welt. Aber wahrscheinlich, weil wir auch viele Sternteile brauchen werden für die nächste Gourmet-Nummer, oder? So. Hopp. Aha. Weiter geht's. Den Hauptweg. Der führt uns hier durch. Ah, die weisen uns den Weg. Das ist praktisch. Und ich stelle mich schon deutlich besser an als früher. Okay. Es geht wieder weiter mit dem Sternenkreis. Was ist das? Hui. Ja. Und wo gehe ich jetzt lang? Ah, ich verlande wieder am Anfang. Wie interessant. Okay, aber diese geht aber sicherlich noch nicht ganz gescheckt. Die hier unten lauern. Wenn man die überhaupt irgendwie besiegen kann. Die tauchen manchmal auf, dann sind sie wieder weg. Ich habe nur als Gimmick das zu sagen, aber das Spiel das zu ärgern. Ich weiß nicht, wann ihr das Vieh besiegt. Ist mir auch scheißegal. Ganz ehrlich. Hopp. So, oh oh. Nee. Nein. Nein. Doch, ich lande noch. Sicher. Gut. Andere Seite ist bestimmt was. Hier. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, wahrscheinlich muss ich so eine Blume umbringen. Stimmt dich hier, oder? Ja. Führst du mich hier hin? Führst du mich dahin? Ich renne hier ganz schön durch gerade. Ist mir auch egal. Und wenn ich dich umbringe, dann passiert bestimmt was Besonderes. Aua. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Überaus schlecht. Oh, verdammt.
Kommt schon. Wirklich? Wirklich? Ja, also von vorne. Ich kann mich jetzt auch nicht richtig aufs Einsammeln konzentrieren. Ach Mann. So. Hopp. Schneller geht's nicht als Speedrun, oder? Hä? Ja, genau, richtig. Ach so. Ach, verdammt. Warten, bis die Versauer sich hinfallen lässt und dann bam. Na los, das war's nun ab. Und wo geht's dann lang? Hier? Ja, das war ein Kern. Okay. Hier sind eine Münze, bitte. Hui. Dasselbe Prinzip wie gerade. Und wir werden geführt. So weiß ich nicht. Okay. Du da, Hasi. Ja, was stimmt mit Hasi nicht? Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja, ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Na toll. Hopp. Na komm, Hasi. Häschen. Es ist Häschentag, Animal Crossing. WTF. Das ist neu. Wahrscheinlich, weil ich ihn früher damals schon gefangen habe. Der ist nicht so schwer. So, jetzt aber. Warte, du blöder Hase. Ja, ich hab dich gleich. Wart's ab. Ist eigentlich voll einfach. Ich hab verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Was sollte er sagen? Beim nächsten Mal wird das aber anders laufen. Ich glaube nicht. Ist aber Sternteile noch. Weil es kann nächstes Mal gehen und ich habe keinen Bock, diesen Stern nochmal zu machen. Yay! Sterne halten. Und damit haben wir schon den 45. Stern. Yeah! Haben wir schon deutlich mehr als ein Drittel geschafft. Ich würde sagen, immerhin. Und als nächstes machen wir die Windgartengalaxie weiter, würde ich sagen. Hey, ein Planet sieht aus wie ein Fragezeichen. Egal. Begegnung mit General Maulwurf. Aha, sieht ganz schön aus. Zack. Und jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt. Hopp. So. Mehr Sternteile. Das ist eine neue Umgebung oder hatten wir die jetzt schon? Sieht ganz ähnlich aus wie in der letzten Galaxie, ne? Ja, wirklich ganz ähnlich. Ich will dich haben. Komm her. Gut. Wenn wir da alles erreicht haben, frag ich mich, was hinterher kommt. Eine Flaumkraut, ja, wir wissen's. Es kann sein, dass sie so als Secret Star bekommen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Das wird knapp, Leute. Ja, ich hab's doch. Oh, nee, nur eine Menge Sternteile. Okay. Da statt ein Maulwurf zu sein. Bam.
So. Die scheint sich jetzt zu bewegen, oder was? Ja. Ich ahne, was gemacht werden muss. Ich glaube, die müssen alle besiegt werden. Ist hier noch einer übrig? Ja. Und hier habe ich auch noch einen gesehen. Aber, muss aufpassen hier. Noch einer? Nein, das war's. Am anderen Ende, oder? Aber ich denke, ich kann hier rüberspringen. Das ist, glaube ich, das Fragezeichen, oder? Und das ist jetzt was? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warte. Nein. Das will ich aber herausfinden. Ist das hier ein Secret? Also irgendwas Verstecktes oder so? Was soll das hier darstellen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich folge mal der Sternspur. Sollte doch eigentlich richtig sein, vermute ich mal. Jetzt geht's auch hier weiter. Weiter der Sternspur folgen. Hier ist ein Runner, den will ich jetzt nicht. Bin ich richtig? Ich muss da lang, oder? Ob es jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Hopp. Ach, meine Mutter wäscht natürlich Wäsche, wie immer. Genau dann, wenn ich aufnehme. Das ist doch unfair. Warum armer Wurmi? Der tut mir jetzt schon leid. Guckst du da raus? Nein. So. Und den hier. Oh, tut mir richtig leid. Aber für eine gute Level-Idee musst du dich einfach opfern. Da hast du nochmal Glück gehabt. Jetzt kriegst du trotzdem noch die Nüsse. So. Bam. Ach, wie süß. Da habe ich dich aber ganz schön fertig gemacht, oder? Bam. Was ist denn jetzt? Oh, Maxi-Pilz ist aufgetaucht. Und das für umsonst? Immer her damit. Moment. Ich habe die dumme Vermutung eines Secret Stars hier. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Als wäre noch irgendwas Besonderes. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, ich irre mich. Hier ist mit Sicherheit nichts mehr. Denn hier geht es schon so einen sehr, sehr schweren, meiner Meinung nach, Endboss. Hilfe, der will mich fressen. Bam. Und wie die normalen Maulwürfe fertig machen und dann noch eine Wirbelattacke dazu fügen. Nur ein bisschen schwieriger. Er hat einen Stachelpanzer auf dem Kopf, das merke ich komischerweise erst jetzt. Und genauso nervig ist er auch. Das passt ihm ganz gut, der Panzer. Bam. Nee. Flüchten wir jetzt auch noch, oder was? Ja, genau, werden immer wütend. Jetzt wird's schwierig. Aua. Oh. So. Moment, das war's schon. Das ist ja vielleicht nicht allzu schwierig, wie ich dachte. Auf jeden Fall habe ich dafür schon viele Versuche gebraucht, als ich, naja, zum ersten Mal gespielt habe. Und ein weiterer Stern ist unser.
Meins. Meins. So. Immer her mit den 46. Sternen. Und weiter geht's. Nein. Die Windgartengalaxie wird fortgesetzt. Ja, wir werden eine Menge Windgartengalaxie in diesem Part haben. Ja, gut, da war kein Secret da. Wo die Schwerkraft hinfällt. Okay. Okay. Das sieht doch relativ kompliziert aus, diese Galaxie. Als wäre diese ja noch nicht verrückt genug. Oh ne, mit dem will ich gar nichts zu tun haben hier. Ui. Ich habe immer noch das dumme Gefühl, dass es hier was Besonderes gibt, wenn ich das hinkriege. Aber ich scheine es nicht hinzukriegen, oder? Nein, doch. Haha. Schlaue Strick haben angewandt, oder? Hä? Hä? Wer von euch ist aus dem Dorf gekommen, einfach abzuspringen und... Egal. Da wird die mit Sternteilen überschüttet in dieser Welt. Oh, was? Nein! Okay. Aber... Bam. Jetzt geht die Party ab. Los! Ja, wir haben einen Secret-Stern, oder? Ja, das ist eine goldene Kugel, wie die rauskam, die wir nur. Und den Stern haben wir dann auch nur bekommen, wenn wir auch wirklich alle von diesen Fragezeichen-Dingern eingesammelt haben. Also war es ganz gut, dass wir noch geschafft haben, den abspringen und so. Ansonsten wäre das hier sehr schwierig geworden. Ein weiterer Stern. Durch Zufall. 47 Sterne. Nein. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren hier. Und direkt zum richtigen Stern wandern. Und wir hatten der Schatz des goldenen Baubaus. Lustig. Und wo die Schwerkraft hinfällt, werden wir jetzt wirklich machen. Na, jetzt nicht mehr. Los geht's. Hopp. So. Die Dinger brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so richtig. Aber. Egal. Also, wenn ich diesen akrobatischen Sprung nochmal schaffe. Yay. Ich bin der King. Anders weiß ich nicht, wie man das schaffen sollte, weil ich denke, man braucht mindestens alle. Man braucht da schon alle drei, um die einzusammeln. Aber es ist egal. Ich muss natürlich trotzdem wieder den Stern zu kriegen, um da bei dieser Ecke, wo wir hin müssen, leichtes Spiel zu haben. Aber wir werden nicht zum Golden Wauwau gehen. Oder. Komm, erlauben wir uns Spaß. Wir werden einen Stern freilegen, aber ihn nicht einsammeln. Ob es ehrlich. Nee, ich sammle den nicht ein. Wir gehen weiter, wo wir schon einen Stern freigelegt haben. Glitzert der überhaupt immer noch? Kann ich jetzt nicht sehen, oder? Leider nicht. Egal. So, bam. Zack, muss man sich merken, dass Luigi immer in der entgegengesetzten Richtung abspringt, in der man denkt. Ich hatte damit eben Super Mario für 60 große Schwierigkeiten. Mit dem Salto da. Also wenn er immer, der springt immer zu der Seite, mit der er zum Rücken steht. So kann man das sagen. So. Hopp. Ganz schön kompliziert. Dennoch läuft es gut mit uns.
So. So. Egal. Na. Oh. Na komm schon. Egal. Ich scheine in einen schönen Bereich gekommen zu sein, voller Sternteile und Münzen. Und hör. Wir haben nebenbei auch noch so ein Sterndingers eingesammelt. Okay. Sternstück nenne ich sie ja immer. Also wir sind nicht mit Sternteile verwechseln. Und hier ist es. Ja. Wir sind nah dran am Ziel. Hopp. Saus. Aha. Man denkt, man ist nah am Ziel. Dennoch wird es wahrscheinlich nicht mehr als lange dauern. Gefahr, pass auf, wo du hintrittst. Okay. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Bam. Ah. Ja, halt nicht mal die Schwerkraft verändern und zu neuen Gebieten kommen, oder was? Und man kann damit auch sehr viel Unsinn treiben, wenn man in Schattengebieten geht. Gute Idee. Nur bitte mit Vorwarnung. Hopp. Oder hatten wir eine Vorwarnung? Ich habe es auch nur nicht richtig gelesen. Egal. So, hier lang, bam. Ganz schön kompliziert, wie gesagt. Boah, dass ich hier raufgekommen bin, war jetzt Glück. Und jetzt schnell weg hier. Gut. Das ist ganz schön schwierig. Wird es jetzt zu einem Zwischengegner kommen? Ich weiß es nicht. Es sieht danach aus, aber irgendwie auch wieder nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Hilfe. Was? Leute, das war jetzt euch nicht fair, oder? Man denkt doch, dass man dahin muss. Das war jetzt nicht fair. Nein, echt nicht. Das war sogar sehr unfair. Ja, wirklich. War so was von unfair. So. So. Machen wir ja als Schnelldurchlauf, weil ich keinen Bock mehr habe. So. So. Geht's auch besser. Und diesmal nehmen wir den richtigen Weg. Oder, nee, es ist der falsche Weg, oder? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu dem Schildchen da. Der wird uns schon den richtigen Weg zeigen. Das macht es nicht viel einfacher. Aber wir sind richtig, glaube ich. Ha. Warum auch immer ich plötzlich hier nicht runterfalle. Es gibt keinen Sinn, was die Schwerkraft betrifft. Ich habe eh keine Ahnung, ob wir jetzt oben, unten oder... Oh, egal. Aber... Ich vermute, wir müssen jetzt einfach mal da lang. Hilfe. So. Und hier ist der Stern. Gut. Komm schon. Und ein weiterer Stern unserer Sammlung. Oh yeah. Yeah. Gut. Gut, gut. Speichern. Und wir beenden den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Gebt Daumen nach hoch, wenn es euch gefallen hat.